Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Mittlerweile in Version 1.5, was auch immer das bedeutet. Ehrlich gesagt, habe ich in der letzten Zeit nicht verfolgt, was die Updates genau mit sich gebracht haben. Ja, ich hatte eine längere Pause jetzt, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ziemlich genau 2,5 Monate sind seitdem vergangen. Und das war nicht so geplant. Die Pause war etwas länger als erwartet. Auch als ich sie erwartet hatte. Sie war zwar, sie hat sich angekündigt, aber so war es nicht geplant und ich hätte auch gerne auf die Hälfte davon verzichtet. Wer mir auf Facebook und oder Twitter folgt, der hat vielleicht mitbekommen, was in der Zwischenzeit gewesen ist. Und zwar musste ich ziemlich spontan von einem Moment auf den nächsten quasi ins Krankenhaus. Das war soweit auch absehbar und mehr oder weniger geplant. Allerdings nicht zu dem Zeitpunkt. Also das kam etwas früher als erwartet. Und ja, nach dem Krankenhausaufenthalt habe ich dann von dort einen kleinen Lebens-Azubi mitgebracht, der jetzt auch gerade neben mir liegt und schläft. Der ist eigentlich soweit ganz cool, wenn er einmal schläft, dann stört es ihn auch nicht, wenn ich hier nebenher labere und ein bisschen Krach mache oder so. Wenn er allerdings gleich aufwacht, dann sieht das ganz anders aus, vermutlich. Also es könnte sein, dass ihr demnächst dann nicht nur den Hund im Hintergrund hört, sondern eben auch den kleinen neuen Gamer der nächsten Generation. Ja, ich weiß, dass ich eine Menge verpasst habe in der Zwischenzeit und das tut mir natürlich leid. Ich habe gehört von einem Osterevent mit irgendwelchen Eiern, die man finden konnte. Das hätte ich natürlich unheimlich gerne gespielt und hätte es euch auch gerne gezeigt. Aber ja, es kam anders als erwartet und die Pause war auch tatsächlich länger, als ich gedacht hätte. Und auf die Verlängerung hätte ich durchaus verzichten können. Es war nämlich so, dass ich eigentlich nach ziemlich genau einem Monat wieder spielen wollte. Da wäre die Ostersache eigentlich sowieso schon drin gewesen, also das war so oder so nicht machbar für mich. Aber nach einem Monat hatte sich hier eigentlich erstmal alles so weit eingependelt, dass ich dachte, ich könnte mal wieder eine Aufnahme starten. Hatte mir auch schon einen Tag ausgesucht, hatte alles vorbereitet, Update installiert und so weiter. Und ja, an dem Morgen aber dann genau ging es dem Kleinen leider nicht so gut. Wir sind zum Kinderarzt gefahren und haben erstmal mit nichts Schlimmem gerechnet. Der Kinderarzt hat uns dann allerdings von dort aus direkt ins Krankenhaus geschickt. Von dem Krankenhaus wurden wir in ein anderes Krankenhaus verlegt und in diesem sind wir dann einen kompletten Monat lang geblieben. Der Kleine musste zweimal operiert werden und ja, also ich habe mich nicht zurückgelehnt und die Sonne genossen. Ganz im Gegenteil, die hat man in dem Monat eigentlich gar nicht gesehen. Sondern wir haben die Zeit tatsächlich zum größten Teil im Krankenhaus verbracht. Jetzt ist aber alles wieder gut, dem Kleinen geht's super, uns geht's super, also man muss sich da keine Sorgen machen. Alles ist in Ordnung, alles ist überstanden soweit. Und ja, wir mussten uns halt jetzt nochmal ein bisschen wieder neu einleben, wenn man einen Monat lang nicht zu Hause war und woanders die ganze Zeit verbracht hat, dann muss man sich auch zu Hause erstmal wieder ein bisschen einfinden und mit neuen Umständen wieder einen Rhythmus erarbeiten. Und ja, jetzt fühle ich mich gerade bereit, mal wieder eine Aufnahme zu versuchen. Und ich werde jetzt einfach mal schauen, wie gut das funktioniert, wenn er gleich aufwacht. Gegebenenfalls muss ich halt in Zukunft zusehen, dass der Papa drauf achtet und den Kleinen irgendwie in einem anderen Raum bespaßt und ich dann aufnehme. Das wird dann allerdings nicht allzu häufig möglich sein. So, wir laden das Spiel. Ich weiß noch, also ich werde mich generell erstmal wieder total einfinden müssen hier. Ich habe das Spiel total vermisst, ich hätte unheimlich gerne weitergespielt, war aber nicht möglich. Wer selber Kinder hat, der weiß, dass nichts mehr so ist wie vorher. Und dass das gar nicht mehr so einfach ist, irgendwas selber zu planen oder zu machen. Also von daher, wie gesagt, weiß ich auch nicht, wie regelmäßig das in Zukunft möglich sein wird. So, aber wie gesagt, ich versuch's halt jetzt mal und dann sehen wir. Also, ich weiß noch, dass wir in Ratai waren und die Nacht mit Herrn Capon im Badehaus verbracht haben. Und der hat uns losgeschickt, um irgendeinen besonderen Wein zu besorgen, weil der Wein im Badehaus ihm nicht gut genug ist. Und wir sollen jetzt in irgendeinen Rathauskeller, glaube ich, einbrechen und dort den Wein besorgen. Ich habe die Hoffnung. Deswegen begrüße ich euch auch im Hauptmenü und nicht schon im Spiel, sonst hätte ich nämlich schon losrennen können und schon irgendwas machen können in der Zeit, in der ich jetzt gelabert habe. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir, wenn wir das Spiel laden, nochmal einen bestimmten Hinweis bekommen. Ich habe das Spiel eben schon mal geladen
und dabei nämlich einen Hinweis bekommen, den ich euch gerne zeigen würde. Und deshalb laden wir jetzt nochmal gemeinsam und hoffen, dass dieser Hinweis nochmal erscheint. Also, im siebten Himmel hieß die Quest übrigens, genau. Und ja, wir laden den Spielstand, den hatte ich angelegt beim Verlassen des Spiels, also irgendwo wirklich mittendrin, nicht durch Schlafen, nicht durch Retterschnaps, sondern einfach irgendwo in der laufenden Quest durch Beenden des Spiels. Und ja, da steigen wir jetzt wieder ein und versuchen dann gleich Herrn Capon seinen Wein zu besorgen. Ja, genau, da ist der Hinweis, auf den ich gehofft hatte. Schätze der Vergangenheit, DLC aktiviert. Und zwar ist das der DLC, den, also dieser Bonuscode quasi, das sind die Schatzkarten, die mir bisher verwehrt geblieben sind. Und ich weiß nicht genau, mit welchem Update das scheinbar behoben wurde. Normalerweise ist es so, dass man den Code ja in der Regel eingibt, bevor man das Spiel das erste Mal startet. Das habe ich irgendwie nicht getan. Ich habe das irgendwann mittendrin gemacht, habe euch dazu auch informiert und habe diese Schatzkarten aber nicht bekommen. Und offenbar wurde das jetzt mit irgendeinem der Updates der letzten Zeit behoben, dass man eben auch, wenn man über diesen Punkt in der Story schon hinaus ist, dass man dann diese Schatzkarten noch nachträglich hier serviert bekommt. Und das ist nämlich offenbar der Fall. Das freut mich sehr. Übrigens, was noch verschwunden ist, ist aber das Schwert Scherbe. Nachdem ich das eben festgestellt habe mit den Schatzkarten, habe ich dann direkt mal nachgeschaut, ob das Schwert denn vielleicht auch wieder aufgetaucht ist. Das ist nach wie vor leider verschwunden. Okay, aber wir haben jetzt offenbar diese Schatzkarten und schauen uns gerade mal gemeinsam diesen schönen kleinen Text hier an. Zu deiner Überraschung hast du unter deinen Habseligkeiten einige interessante Schriftstücke entdeckt. Wahrscheinlich waren sie in der Satteltasche des Pferdes versteckt, auf dem du aus Scarlitz geflohen bist. Also hier wurde auch noch schön eine Erklärung dafür gefunden, dass wir plötzlich aus heiterem Himmel irgendwelche Schatzkarten im Inventar haben. Finde ich ganz gut, finde ich gut gelöst. Ist auf jeden Fall ja eine bessere Erklärung als keine und als die sind einfach plötzlich da. Nun gut. Die Männer der Thallenberger Garnison müssen sie dann gefunden, für dein Eigentum gehalten und in deine Truhe gelegt haben. Aber wie hätte der Sohn eines gewöhnlichen Schmieds in ihren Besitz gelangen können? Du kannst ja nicht einmal lesen. Naja, mittlerweile können wir lesen, haben wir gelernt. Wir sind zwar noch nicht besonders gut darin, aber prinzipiell haben wir die Fähigkeit schon mal erworben. Aber zu dem Zeitpunkt, wo man für gewöhnlich die Karten bekommt, kann man das noch nicht gelernt haben. Von daher stimmt das eigentlich soweit im Text. Die mysteriösen Schriftstücke sind mit einem uralten Siegel versehen, das darauf hindeutet, dass ihr Urheber von adeliger Abstammung war. Du kannst dir zwar keinen Reim auf den Inhalt machen, aber glücklicherweise bist du nicht der Erste, der sie in Augenschein genommen hat. Wer auch immer sie gelesen hat, hat im Anschluss daran einige einfache Zeichnungen angefertigt, die sich sicherlich auf den Inhalt beziehen. Es scheint sich um Beschreibungen von Orten zu handeln, an denen seltene Kleidungsstücke und Rüstungsteile versteckt wurden. Du legst die Schriftstücke vorsichtig zurück in deine Truhe, wo sie hoffentlich verbleiben werden. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Hoffentlich verbleiben werden. Nicht so wie gewisse Schwerter, die eigentlich, die plötzlich aus irgendwelchen Inventaren verschwinden. Also, wo sie hoffentlich verbleiben werden, bis du genug Zeit hast, sie genauer zu begutachten. Ja, wir haben also jetzt offenbar diese Schatzkarten in unserer Truhe. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, da kommen wir bald dran vorbei. Ich würde ganz gern erst die Quest hier weitermachen. Dann würde ich mir ganz gern die Schatzkarten anschauen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht irgendeine der Karten uns hier in der Nähe von Ratai zu irgendeinem Ort führt. Dann könnten wir nämlich auch zeitnah mal eine Schatzsuche machen. Das fände ich sehr, sehr spannend. Naja, aber erstmal freue ich mich, dass diese Karten jetzt offenbar da sind. Hoffe, dass wir sie wirklich finden in der Truhe und bin sehr gespannt darauf. Das schauen wir uns dann gemeinsam an. So, und jetzt sind wir oben auf dem Dorfplatz in Ratai und ich laufe einfach mal wieder zurück zum Badehaus. Es ist nämlich folgendes. Ich hatte eigentlich den Plan, bis zum Morgen zu warten und den Wein zu kaufen, denn die Türen vom Rathauskeller sind natürlich verschlossen und ja, ich bin kein Schlossknacker, das wissen wir schon, ich bin kein geschickter Dieb, ich kann nichts, das heißt, ich komme da so nicht rein und hätte deshalb den Plan B gehabt, den Wein irgendwo anders zu besorgen, ihn also zu kaufen. Und jetzt ist es aber so, dass ich beim Schneiden, und da kommt mir die Pause zugute, obwohl sie sehr gerne kürzer hätte sein dürfen,
Beim Schneiden ist mir etwas aufgefallen, das ich zwar beim letzten Mal ja quasi gesehen habe, also angeklickt habe oder angeschaut habe, aber eben nicht wirklich gesehen habe. Das heißt, ich habe es nicht wirklich, ja, nicht wirklich wahrgenommen, was ich da gesehen habe. Und in den Kommentaren wurde ich darauf auch nochmal hingewiesen, dass es im Badehaus noch etwas gibt, das mir bei dieser Quest helfen könnte. Und ich denke, es geht dabei um den gleichen Gegenstand, der mir auch aufgefallen ist. Und zwar in der Truhe, in der unsere Klamotten lagen, oder zumindest dachte ich, dass unsere Klamotten da drin lagen, und habe deshalb reingeschaut, habe aber nicht wirklich gesehen, was drin war. Das, wie gesagt, erst beim Schneiden. Und was mich natürlich ein bisschen stört, ist, dass hier wieder Stehlen steht. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Ich muss trotzdem dran gehen. Und dann haben wir hier nämlich Herrn Carpons Schlüssel. Und der ist sogar als Questgegenstand markiert. Der sollte uns also irgendwie helfen bei den verschlossenen Türen. So, und jetzt bin ich überrascht, dass da unten Nehmen steht. Ich glaube, das hat sich nämlich auch geändert in der Zwischenzeit. Bisher stand da nämlich, glaube ich, auch Stehlen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nehmen wir den Schlüssel. Das ist doch schon mal gut. Ich glaube, also ich meine, in der Aufnahme, wo ich das gesehen habe, da stand da noch Stehlen. Da hat da noch Stehlen gestanden unten in der Ecke. Und überhaupt stand ja schon Stehlen dran, als wir die Truhe geöffnet haben. Das stört mich so ein bisschen. Aber letztendlich haben wir den Schlüssel jetzt nur genommen. So, und der sollte uns dann nämlich helfen mit den verschlossenen Türen. Hoffentlich. Oder mindestens eine verschlossene Tür, die in den Keller führt. Ja, und darauf wurde ich eben auch in den Kommentaren hingewiesen, mehr oder weniger direkt. Also es war nicht konkret von wegen, da ist ein Schlüssel, sondern es war auch eher so in Richtung, du hast da schon was gesehen, aber nicht wirklich mitgekriegt scheinbar. Und es gibt da noch irgendwas, was dir die Aufgabe wesentlich einfacher macht. Ja, und so ein Schlüssel ist natürlich eine wesentliche Erleichterung, wenn man eine verschlossene Tür vor der Nase hat. So, und dann schauen wir nämlich mal, ob wir damit da reinkommen. Ach so, und ich habe noch einen Hinweis bekommen. Da muss ich jetzt gerade mal schauen. Ich soll nämlich die Quest auch aktiv schalten, damit ich die Markierungen sehe. Hier im siebten Himmel. Ach so, du kannst nur drei Nebenquests und Aktivitäten folgen. Ach so, dann mache ich den ehrbaren Dieb mal aus. Den mag ich sowieso nicht. So, dann haben wir jetzt im siebten Himmel. Optional suche im Keller des Rathauses nach dem roten Silvaner und optional beschaffe einen Krug. So, und wo habe ich jetzt die Karte? Hier. Ach, guck mal, das ist auch genau. Ich glaube, darum ging's. Ich weiß nicht, ob mir das vorher schon angezeigt wurde, ob ich das vorher schon gemerkt habe. Aber das ist beides an der gleichen Stelle. Ging es darum, als ihr mir gesagt habt, ich soll das einschalten, dass ich das bemerke? Denn ich habe den Krug ja hier hinten irgendwo in den Schenken gesucht. Stimmt, ich bin da hinten auf die Suche nach dem Krug gegangen und laut Markierung scheint der aber auch an diesem Ort zu sein. Also irgendwo in der Nähe des Weins, das wäre natürlich praktisch. Wobei ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet hätte. Ich dachte, das wäre schon eine Sache, die Wie mich geht es irgendwo dir anders an? noch hinführt. So, was? Die Menschen. Was? Welche Untat? Was habe ich jetzt getan? Die Menschen merken sich deine Untaten und werden dich vielleicht irgendwann hassen? Was? Ich bin doch hier nur lang gelaufen. Eine verärgerte Person wird durch deine Inhaftierung. Ach so, oder bin ich gerade. Also ich glaube nicht, dass ich gerade irgendwas verbrochen habe, aber kann es sein, dass ich an Kunesch wieder vorbeigelaufen bin und deshalb den Hinweis bekomme? Ich weiß es nicht. So, wir sind jetzt hier an der Tür und die kann ich nicht öffnen. Warum kann ich die nicht öffnen? Ich habe doch den Schlüssel jetzt dabei, oder? Wo ist der unter Sonstiges? Kunex-Schlüssel. Türschlüssel. Ich nehme an, dass der jetzt hier mit dabei ist. Oder Questgegenstände. Ah, hier. Herrn Carpons Schlüssel. So, kann ich den irgendwie benutzen? Herrn Hans Carpon gelangt, Herr Hans Carpon gelangt damit in den Keller des Rathauses, um dort Wein zu verkosten. Ich weiß nicht, welche Türen sich noch damit öffnen lassen. Oh. Vielleicht gibt es da noch weitere Türen. So, aber wie komme ich jetzt hier rein? Warum kann ich die Tür jetzt nicht öffnen? Das ist doch der Keller, oder? Oder vertue ich mich da? Ach so, aber Moment, die Markierung ist. Wo ist denn die Markierung? Hier? Huch. Hä?
Ach so, der Keller ist, ja, der Keller ist hier drunter, deshalb ist die Markierung hier. Oder ist das da? Aber das ist ja keine Kellertür. Moment, wir gucken mal. Ach, die kann ich aber öffnen. Okay, ich dachte, der Keller wäre da unten. Ah, jetzt kommt da gerade eine Wache vorbei. Ich weiß nicht, ob der das jetzt mitbekommt. Na, ich hoffe mal nicht. Wir versuchen mal den Schlüssel und versuchen mal die Tür aufzuschließen. Hallo? Ist da wer? Ah, privater Bereich. Ja, das war ja klar. Toll. Und jetzt kann ich hier rumschleichen oder was? Vor allem mit Fackel. Ich glaube, ich mache die mal besser aus. Ja, dann sehe ich nichts außer das Licht da unten. Auch keine gute Idee. Ich mache mal die Tür zu, die ich gerade überhaupt nicht sehen kann. Gut, dann mache ich die Fackel wieder an. Und hoffe einfach mal, dass niemand hier ist. Denn schleichen lohnt sich jetzt auch nicht so wirklich. Schloss knacken. Was haben wir hier? Öffnen. Hier könnte ich öffnen. Ah, ich soll ja in den Keller gehen. Ja, ich glaube, ich gehe auch in den Keller. Ich gehe jetzt mal kein Risiko ein. Nicht, dass da noch irgendwer ist. So, hier ist zum Glück auch niemand. Hier kann ich aufschließen. Und hier kann ich auch öffnen. Ich glaube, dann müssen wir wahrscheinlich eher hier hin, wo wir aufschließen müssen. Schauen wir mal. Das sieht doch vielversprechend aus. Besser mal die Tür zumachen. Okay, hier drin scheint zum Glück niemand zu sein. Da haben wir ja Glück gehabt. Hat mich die Ohrkatze verrückt gemacht. Hä? Da ist doch jemand. Irgendwer war da gerade. Irgendeine Frau hat gesprochen. So, hier ist auch der Krug. Das ist der Krug. Na toll, hätte ich das gewusst? Okay, dann hätte ich mir das sparen können. So, und wo ist jetzt der Wein? Ich glaube, er hatte mir das gesagt, aber ich weiß nicht mehr. Ist der? Ach so, hier. Okay, das ist das einzige Fass, das ich benutzen kann. Dann wird es wohl das Richtige sein. Alles klar. Suche im Keller des Rathauses nach dem roten Silvaner. Erledigt. Da müssen wir jetzt nur zurück. Oh, das war jetzt doch einfacher, als ich gedacht hatte. Zumindest. Ja! Oh! So viel dazu. Hey du, was hast du hier verloren? Fuck. Hätte ich fast gesagt. Ich sehe ihn noch nicht mal hier durch die Wand. Wer ist denn das jetzt? Ist das eine Wache? Geht dich nichts an? Ich hole Wein für Herrn Capon. Bin falsch abgebogen. Wenn das, ich weiß jetzt gar nicht, ist das, wenn das eine Wache ist, dann sind die beiden Antworten wahrscheinlich, also die erste und die letzte, sind wahrscheinlich schlecht. Ich glaube, ich versuche es mit der Wahrheit. Ist ja auch die Wahrheit. Wir haben Wein für Herrn Capon geholt. Ich habe ihn ja sogar dabei. Also ich hoffe, dass er mir das glaubt. Herr Capon befahl mir, Wein für ihn zu holen. Herr Capon, hä? Sehr glaubwürdig. Na toll. Ich bin bloß ein Diener. Erkennst du mich etwa nicht? Okay, das sollte man immer, das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich bin bloß ein Diener, funktioniert vielleicht. Geh zur Seite, da habe ich zwar 8, aber eigentlich glaube ich nicht, dass das funktioniert. Vor allem nicht, wenn das. Ah ja, Wächter, genau, da unten steht auch Wächter. Das ist tatsächlich ein Wächter. Ja, dann glaube ich nicht, dass ich ihn einschüchtern kann. Vor allem, weil ich gerade nicht bewaffnet bin. Muss ich auch dran denken. Ich zahle. Na toll, das will ich eigentlich nicht. Und den Schlüssel zeigen. Ja, der Schlüssel könnte natürlich ein Beweis sein, dass Herr Capon mich geschickt hat, auch wenn ich den nicht wirklich von Herrn Capon direkt bekommen habe. Ich habe ihn mir ja einfach genommen. Aber ich glaube, damit fahren wir hier am besten. Vor allem, wenn ich den Schlüssel nicht dabei hätte, dann hätte ich die Möglichkeit jetzt ja gar nicht. Also ich hätte ja theoretisch mich auch hier reinschleichen können und die Türen knacken. Theoretisch hätte ich nicht gekonnt, aber theoretisch hätte man das tun können. Dann hätte ich die Möglichkeit jetzt gar nicht. Und ich glaube, dass der Schlüssel eine gute Möglichkeit ist. Also so eine Art Bonus, dass ich den jetzt dabei habe. Weil sonst wäre ich erwischt worden und hätte die Möglichkeit jetzt nicht. Deshalb hoffe ich, dass das eine gute Möglichkeit ist. Also würde ich ihm mal den Schlüssel zeigen. Wenn er mich nicht geschickt hat, woher habe ich dann diesen Schlüssel? Oh, na schön. Quartier dich meinetwegen dort ein, wenn's dir beliebt. Wo jetzt?
Ah, hi, jetzt sehe ich ihn noch mal. Wächter, okay, ist das der Wächter des Weinkellers hier? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall lässt er uns jetzt durch und wir dürfen uns im Weinkeller einquartieren. So, müsste das nicht die Tür sein, die nach draußen geht? Vor der ich zuerst gestanden habe, die kann ich auch öffnen. Ich schaue jetzt einfach mal nach. Nee, das ist eine Küche. Was zur Hölle Hör! machst du da? Entschuldigung, was mache ich denn? Oder ist das die Tür, die nach draußen geht? Schloss knacken. Nee, irgendwie. Ist da Hier ist auch jemand? noch eine Tür. Öffnen. Nee, ich glaube, ich gehe einfach wieder über den Weg, über den ich gekommen bin, sicherheitshalber. Nicht, dass ich hier doch noch in irgendeinen Bereich reinlatsche, wo mich dann doch noch wer festsetzt. So, wir hauen einfach wieder ab hier raus. Ja, da spricht die Frau wieder, wer auch immer das ist. So, und jetzt sollten wir wieder sicheren und legalen Boden unter den Füßen haben. Gut, dann also zurück zum Badehaus und zu Herrn Capon. So, ich habe das mal ein bisschen abgekürzt. Hier sind wir schon. Ich kann es kaum fassen, dass wir das mit dem Wein geschafft haben. Das erschien mir zunächst eine unmögliche Quest für mich zu sein. Und jetzt haben wir es doch eigentlich ganz gut geschafft. Ja, man muss halt genau aufpassen. Die Sache mit dem Schlüssel war natürlich sehr, sehr wertvoll. Ein sehr, sehr wertvoller Hinweis. So, und da sind wir auch schon wieder. Wegen des Weins, den ich holen sollte. Und hast du ihn? Natürlich. Natürlich. Du bist wirklich in den Ratskeller eingebrochen? Gewiss doch. Ich hoffe, der Wein ist wirklich all den Ärger wert. Ich glaub's nicht. Du hast das wirklich durchgezogen? Du bist verrückt. Okay, er hat gar nicht wirklich damit gerechnet, dass wir den Wein holen. Na super. Hätte ich einfach zurückgehen sollen und sagen sollen, den mache ich nicht. Ja, ich tat, wie mir geheißen. Er hat gesagt, ich soll Wein holen. Ich habe Wein geholt. Ich bin ein ergebener Diener und was immer verlangt wird, wird geschehen. Quasi. Capon schelten könnten wir auch. Also wir könnten ihn ausschimpfen quasi. Also dafür, dass er uns diese Aufgabe gegeben hat. Na, ich weiß nicht. Ich bin ja, na, keine Ahnung. Es ist meistens ja nicht ganz ersichtlich, wie Heinrich genau reagiert und ich weiß nicht, welche Wortwahl er treffen würde und ob er das Schelten quasi als Scherz macht oder ob er jetzt wirklich ausrastet irgendwie, wenn ich das anklicke. Ich weiß nicht, unser Heinrich ist ja manchmal, der vergreift sich schon manchmal im Ton. Das möchte ich eigentlich nicht riskieren. Ja, oder ich habe deinen Schlüssel benutzt. Das könnten wir natürlich auch zugeben. Ich meine, wir haben ihn ja eigentlich nicht gestohlen oder wir haben ihn nur halb gestohlen, weil wir die Kiste geöffnet haben, auf der stehlen stand, aber den Schlüssel nur genommen haben. Da stand nicht stehlen dran. Ist jetzt natürlich die Frage, wie Herr Capon darauf reagiert. Wahrscheinlich müssen wir natürlich den Schlüssel wieder abgeben. Und keine Ahnung, wie er das findet, wenn wir das gemacht haben. Ah, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist der Schlüssel noch für irgendwelche Türen gut. Andererseits bringt mich das ja nur in Versuchung. Also ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich den Schlüssel wieder abgeben muss. Ja, also entweder diese Antwort oder diese. Ich tat, wie mir geheißen. Das ist so ein bisschen, ne, wie gesagt, ja, ich habe einfach nur gemacht, was man mir gesagt hat. Aber ich glaube, ich nehme mal die Wahrheit und bin mal gespannt, wie er darauf reagiert. Ach was, ich hatte deinen Schlüssel. Meinen Schlüssel? Du listiger Schalk. Du bist gerissener, als ich dachte. Den Schlüssel kannst du behalten. Oh. Ich lasse sie sowieso immer rein. Mal sehen, ob der Wein so gut ist, wie du sagst. Worauf wartest du? Auf den Segen des Pfarrers? Na, mach schon. Runter damit. Ah, das nenne ich Wein. Roter Silvaner. Nicht zum Vergleich zu der Plörre, die sie in dieser sonst so herrlichen Einrichtung ausschenken. Das erkennt man gleich beim ersten Schluck, nicht wahr? Ja, Herr. Ich wette, ich Roter würde euch nicht Silvaner heißt. erkennen. Der Geschmack ist unverkennbar. Klar, unverkennbar. Ah, und wieder eine Trinkszene mit Musik. Sehr schön, die Musik gefällt mir auch ganz gut. Ja, ausgelassene Stimmung.
Oh Gott, bis einer weint. Ich fürchte, das sind wir. Ja. Ich denke dann mal, dass unser angetrunkener Zustand noch eine Weile vorhalten wird. Ja. Oh. Es reicht, Herr Hans. Ich bin nicht wie die anderen. Ich weiß, Clara. Du bist anders. Du verdienst mehr. Du verdienst Blumen. Was? Sag mir, welche Blumen magst du denn so? Blumen, also. Eigentlich alle möglichen. Löwenzahn, Salbei, Knöterich und Mohnblumen. Ja, Mohnblumen mag ich besonders gern. Heinrich, hast du gehört? Was? Geh Blumen holen. Das Fräulein verlangt Löwenzahn, Salbei und Kohlrüben? Nein, scheiße. Nein, nein, Knöterich und Mohnblumen. Was? Soll ich jetzt etwa Blumen pflücken gehen? Ich weiß, ich schicke dich abermals los. Ja, war ja klar. Aber wenn du es machst, kriegst du 16 Hunzig Groschen. Wie viel? So viel? Na gut, ich mach es. Welche Blumen wollte sie noch gleich? Salbei, was anderes, noch was anderes und Rosen? Was wäre ein Strauß ohne Rosen? Im Garten der oberen Burg sind welche. Okay, also wir sollen Blumen pflücken gehen, auch das noch. Und wie viel kriegen wir? 16 Hunzig? Ich hoffe mal, das soll 1600 heißen. Das wären nämlich eine ganze Menge. Das fände ich gut. So, also Blumen pflücken. Ja, wir haben jetzt Herrn Carporn seinen Wein gebracht. Das ist schon mal gut. Und ich wette, ich persönlich hätte jetzt auch nichts rausgeschmeckt. Irgendwie bei dem roten Silvaner, dass der so besonders toll ist. Ich muss sagen, ich habe mal tatsächlich bei irgendeinem Gewinnspiel habe ich mal gewonnen. Oh, Löwenzahn, sehr gut, den brauchen wir auch. Löwenzahn, Salbei, Mohnblumen, die sind auf jeden Fall rot. Hier sind Mohnblumen. Salbei ist, glaube ich, gelb oder weiß? Ich glaube, gelb. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder vielleicht nur grün? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Naja, ich habe auf jeden Fall bei einem Preisausschreiben irgendwie mal eine ganz tolle Kiste Wein, irgendwie super Jahrgang, total toll, habe ich mal irgendwie gewonnen. Und keine Ahnung, das Zeug war so gar nicht nach meinem Geschmack. Also es war irgendwie wirklich ein ganz toller Wein wohl, der besonders schön gereift war. Und ich weiß nicht, ich persönlich wusste es nicht zu schätzen, sagen wir mal so. Mein Lieblingswein ist irgendwie ein ganz günstiger von Netto, der aber einfach ganz fruchtig ist und sehr gut schmeckt. Also da bin ich irgendwie so ein bisschen Banause. Ich trinke sehr gerne Wein, aber das muss kein teurer sein. Wirklich nicht. So, Rosen soll ich jetzt... Nee, Rosen soll ich jetzt holen? Irgendwas hat er eben von Rosen gesagt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Boah, wir schwanken ganz schön. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass die Quest erledigt wäre mit der... mit der Flasche Wein oder mit dem Krug Wein. Aber jetzt geht's weiter mit Blumen. Knöterich, habe ich keine Ahnung, wie der aussieht. Und ich weiß auch nicht so genau, ob ich die Rosen jetzt holen soll, weil sie hatte keine Rosen aufgezählt. Sie hatte nur das restliche Zeug. Moment. Wo ich mein Pferd gerade sehe. Okay, das hätte ich auch... was? Wie fehlgeschlagen. Beschafft Blumen für die Zuberdünne Clara. Warum ist das fehlgeschlagen? Hä? Was soll das denn? Ich bin noch gar nicht so weit gekommen. Oder hätte ich das nur... Darf ich das nur da unten machen irgendwie? Aber es war doch von Rosen im Burggarten die Rede, oder? Was? Warum ist das jetzt fehlgeschlagen? Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Was ist denn hier los?
Achso, das ist jetzt auch raus hier. Erledigt. Aktivitäten, wo sind denn die, wo sind denn fehlgeschlagene? Hier auch? Hier, im siebten Himmel. Warum, hä? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Schade, dass es nicht lief wie geplant. Zweifelsohne hätte der Besuch in den Bädern mit Herrn Hans ein tolles Erlebnis werden können. Die Begierde des hochwohlgeborenen Herrn zu stillen, ist alles andere als leicht. Ich holte ihm mitten in der Nacht Wein. Wer weiß, was er als nächstes will. Ja, als nächstes kamen die Blumen. Aber warum ist das jetzt gescheitert? Komisch. Ist das, oder war das irgendwie, keine Ahnung, ist das örtlich oder zeitlich begrenzt oder was? Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt los ist. Hätte ich das irgendwie da unten holen sollen, am Badehaus? Keine Ahnung. Ich glaube, ich lade nochmal neu und versuche das nochmal, weil ich gerade überhaupt nicht sicher bin, was überhaupt schiefgegangen ist. Und ehrlich gesagt, wollte ich jetzt nicht die erste Folge, die ich aufnehme, direkt wieder mit einem Fehlschlag beginnen. Also seht es mir nach, aber ich werde gleich nochmal neu laden. Hätte ich hier irgendwas einsammeln können? Ich weiß überhaupt nicht, wie dieser Knöterich aussieht, ehrlich gesagt. Und ja genau, ich wollte eigentlich gerade im Pferd nachschauen, in den Satteltaschen, weil da habe ich, glaube ich, alles an Pflanzen reingepackt, was ich bisher so gesammelt hatte für Alchemie und so weiter. Und da hatte ich die Hoffnung, dass ich da vielleicht schon was drin habe. Also Knöterich und Salbei und so weiter. Tja, hier ist auch irgendwie nichts. Aber ich weiß jetzt nicht, warum das fehlgeschlagen ist. Keine Ahnung, kann mir das jemand erklären? Was habe ich falsch gemacht? Naja, ich lade nochmal neu und dann schauen wir mal. So, ich begrüße euch wieder an einem anderen Ort und zu einer anderen Tageszeit, aber im Prinzip immer noch, beziehungsweise schon wieder am gleichen Stand der Quest, am gleichen Punkt in der Quest. Wir haben Herrn Capon den Wein gebracht, wir haben mit Hans und Clara getrunken, wir dürfen den Schlüssel behalten, wir haben unsere Trinkfestigkeit verbessert und wir wurden losgeschickt, um für Clara einen Blumenstrauß zu holen. Und ich muss sagen, dass die Quest mich jetzt schon sehr, sehr viele Nerven gekostet hat. Ich habe gerade auch einen Retterschnaps investiert tatsächlich, weil ich zum ersten Mal seit 2 Tagen, die ich jetzt mit dieser Quest verbracht habe, seit dem Cut quasi, die Zwischenzeit des Cuts sind 2 Tage, die ich diese Quest rauf und runter und immer wiederholt gespielt habe. Und ich dachte, sie sei dazu verdammt, auf jeden Fall in einem Fehlschlag zu enden, bis zu diesem Moment gerade. Jetzt habe ich zum ersten Mal wieder die Hoffnung, das vielleicht doch noch hinzukriegen. Deswegen habe ich tatsächlich einen Retterschnaps investiert. Das Problem ist folgendes. Warum es erstmal dunkel ist, wir hatten die Quest ja eigentlich schon ja im Hellen jetzt gehabt. Es ist wohl so, dass das Ganze... Ah, da kommt die Wache. Wie gesagt, ich habe einen Retterschnaps benutzt. Der darf mich jetzt hier ruhig finden. Ich möchte mal wissen, ob das tatsächlich ein Verbrechen ist. Das ist vielleicht auch eine wertvolle Information jetzt. Heinrich, schön, dass du da bist. Ach, wunderbar. Ja, schön, dass ich hier bin. Warum klang das gerade so komisch? Habe ich den... Deshalb, weil ich den Fernseher nicht... ich habe es doppelt gehört. Okay, der verhaftet mich jetzt gar nicht. Komisch. Es ist nämlich folgendes. Zunächst mal war das Problem, warum die Quest zunächst fehlgeschlagen ist, bei dem, was wir noch gesehen haben zusammen, oder was ihr noch gesehen habt von mir, ist das Problem, dass die Quest generell wohl morgens bei Sonnenaufgang oder so beendet ist. Also alles, was wir für Herrn Capon erledigen, müssen wir in der Nacht erledigen und das darf nicht bis zum Morgen dauern. Und dadurch, dass ich für das Weinholen so viel Zeit verschwendet habe, hatte ich für die Blumen im Prinzip keine Zeit mehr. Ich habe also mehrmals versucht, loszurennen und bin hier nach Ratei reingelaufen und musste ja zu der Markierung hier oben, beziehungsweise wusste ich noch nicht, dass ich hierhin muss tatsächlich, aber hier ist eine Questmarkierung und ich wollte halt auf jeden Fall hierher, wegen der Rosen, die man hier vorne auch schon sieht. Ja, und das Problem war halt, dass ich einfach keine Zeit mehr hatte. Ich bin jedes Mal, kurz nachdem ich in Ratei angekommen bin, hier auf dem Weg hierher, jedes Mal ist die Quest fehlgeschlagen, was mich schon tierisch abgenervt hat und ich wusste überhaupt nicht, was ich falsch gemacht habe. Bis ich das dann letztlich einfach mal nachgelesen habe. Also dann war die Verzweiflung doch schon so groß. Es ist halt so, dass das Ganze, wie gesagt, zeitlich begrenzt ist. Und ich habe das Ganze dann auch nochmal gespielt, ab dem Punkt, wo wir das Würfelspiel hatten. Ich kann ja die Blumen einfach schon mal sammeln hier.
und habe mich bei allem halt ein bisschen mehr beeilt, damit wir jetzt zu einem anderen und früheren Zeitpunkt hier oben ankommen, beziehungsweise die Aufgabe mit den Blumen bekommen haben. Ach toll, jetzt kommt er nämlich an. Okay. Hörst du mich? Ja, ja, ich höre dich. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Was denn los hier? Achso, L, B und A? Ja. Was ist los? Sicherheit geht vor. Sicherheit geht vor. Ja, ist jetzt die Frage, habe ich die Blumen gerade gestohlen hier aus dem Garten? Das ist jetzt eine gute Frage. Weil sonst dürfte ich eigentlich gerade kein Diebesgut dabei haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, durchsuch mich einfach mal. Wenn es sein muss. Alles in Ordnung. Du kannst gehen. Huh, da haben wir aber Glück gehabt. Okay, ja, also das Problem ist folgendes. Man muss die Rosen hier aus diesem Garten holen. Das geht nicht anders. Man findet nämlich keinen Knöterich, diese merkwürdige Pflanze, von der ich auch gar nicht gewusst hätte, wie sie aussieht. Und stattdessen muss man eben in diesem Strauß Mohnblumen, Löwenzahn, Salbei und Rosen zusammenpacken. Wobei ich habe noch keinen Salbei. Ist das hier? Ah, das ist Salbei. Genau, und alle Pflanzen findet man hier in diesem Garten. Das Problem ist folgendes. Ich habe das in der Lösung gelesen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt die Rosen anklicke. Kann sein, dass es dann automatisch weitergeht. Deswegen verhindere ich das gerade noch. Ich habe gelesen, dass man die Sachen hier aus dem Garten holen muss. Und habe auch mehrere Zusammenfassungen gelesen, in denen das allen drin stand. Und habe mich dann gewundert, denn als ich hier vor der Tür stand, hatte ich folgendes Problem. Nämlich dieses da. Schloss knacken sehr schwer, die Tür ist verschlossen. Und das stand in keiner Zusammenfassung drin. Das hat mich gewundert. Also habe ich mir drei verschiedene Videos angeschaut, wo jemand diese Quest hier erledigt hat, also diesen Teil hier mit den Blumen. Und in allen drei Videos war diese Tür nicht verschlossen. Die war immer offen, der Bereich hier war immer offen zugänglich und niemand hatte hier eine verschlossene Tür im Weg. Nur ich stand mal wieder doof davor. So, und jetzt seht ihr nämlich genau, wie ich es geschafft habe, hier trotzdem reinzukommen. Nämlich bei meinem letzten Versuch, als ich hier gehofft habe, dass die Tür vielleicht nach dem x-ten Neuladen mal nicht verschlossen wäre, bin ich einfach dieser Wache gefolgt und als er hier durch die Tür gekommen ist, bin ich einfach mit durchgeschlüpft. Hab dann die Fackel ausgemacht, mich hier in die Ecke gestellt, weil ich nicht sicher war, ob ich hier sein darf, obwohl das auch kein privater Bereich ist. Aber es ist halt verschlossen, ne? Man weiß ja nicht, hinter verschlossenen Türen sollte man ja eigentlich nicht sein. So, und ich bin halt hinter dieser Wache hier durchgeschlüpft in diesen Garten und hab dann auch hier den Retterschnaps jetzt benutzt, weil ich noch nicht wusste, wie ich hier wieder rauskomme, ob mir das nochmal gelingt, hinter ihm da wieder rauszukommen. Und wenn man hier runterschaut, alle Mauern gehen hier steil nach unten. Also man kommt hier auch weder von außen hier rein, noch könnte ich von hier jetzt da runterspringen. Und ich bin auch mehrfach um die ganze Burg rumgelaufen. Hab dabei sogar noch irgendeinen Erfolg bekommen, aber nicht für das Laufen, sondern einfach, weil ich so viel Zeit mit der Quest verbracht habe, war es, glaube ich, gucken wir gleich. Ich glaube, es hatte mit dem Hungern zu tun. Dazu wollte ich auch noch was sagen. Ja, und letztlich bin ich halt davon ausgegangen, dass diese Quest immer als Fehlschlag enden wird, weil ich eben vor dieser verschlossenen Tür stand, die eigentlich nicht verschlossen sein sollte. Und jetzt habe ich es doch hier reingeschafft, deswegen habe ich jetzt schnell die Aufnahme wieder angeschmissen. Deswegen fehlt euch jetzt der mittlere Teil, in dem ich aber einfach nur, ich bin sogar per Schnellreise gereist. Ich bin vom Badehaus aus hier hoch zum Tor per Schnellreise, also ihr habt eigentlich überhaupt nichts verpasst. Nur, dass ich hinter der Wache halt hier reingeschlichen bin. Ja, und hier finden wir die Rosen, die wie gesagt notwendig sind. Man ersetzt damit den Knöterich im Blumenstrauß. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt automatisch weitergeht, sobald ich die pflücke. Aber das merken wir jetzt. Ja, ist aber ein schönes Sträußchen. Ich hätte gern etwas Privatsphäre, wenn du erlaubst. Ich will zu meinem Mädel. Tja, wie du siehst, bin ich nicht dein oder jemand anderes Mädel. Also verpiss dich. Was hast du mit meiner Clara vor, du Hund? Aber hier, hör auf, er badet hier nur. Baden, ja klar. Hier, wo alle Weiber außer dir Huren sind. Archi. Oder hurst du jetzt auch um? Es reicht jetzt, Archibald. Archibald? Halt du dein Maul, wir sind noch nicht fertig. Ich schwöre dir, dieser Herr hat mich nicht angefasst. Ja, das ist durchaus wahr. Nun, also größtenteils. Nein, nichts ist passiert, gar nichts. Darüber reden wir später. Erstmal kümmere ich mich um diesen Bastard. Oh, das will ich sehen, Archibald. Archibald. Um Gottes Willen, hört auf, alle beide.
Er nimmt das auch gar nicht ernst. Archibald! Was zur Hölle machst du da? Ja, super. Schön immer noch mit den Blumen in der Hand. Oh nein, das war klar. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das geht. Ah, oh, ich bin doch total raus aus der Sache. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie das funktioniert. Ach, verdammt. Wie ging das? Ah, wie ging das Blocken nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh nein. Archi, hör auf. Archibald. Oh, weißt du, was wir wieder für eine Strafe bekommen hätten, wenn wir Herrn Hans gegenüber so frech gewesen wären? So, ich weiß nicht, ob ich den Archibald jetzt hier verkloppen kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Wie ging denn das Blocken nochmal? Sag mir das nochmal einer. War das LB? Nee. Das funktioniert auch gar nicht irgendwie. Oder war das RB? Das war doch eine der Tasten da oben, oder? Na, die war es nicht. Um Gottes Willen, Archi, hör auf! Oh nein, ach, das wird schon wieder nichts. Ja, ich versuch's ja. Ich kann aber nicht. Ich weiß nicht mehr, wie es ging. Aber ich hatte mich so schön, so viel geprügelt. So weiter, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Wie block ich denn nochmal, verdammt? So, und die Clara ist hier die einzig ehrenwerte Frau. Ich weiß ja nicht, ob sie das nur ihrem Archibald erzählt oder ob das wirklich so ist. Das ist die einzige, die hier nicht mit Männern verkehrt. Ach Gott. Ja, aber es sieht so aus, als könnten wir tatsächlich die Quest eventuell beenden. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier weitergeht, ob ich das beendet kriege. Aber auf jeden Fall geht es weiter, als ich gedacht hatte. Denn, wie gesagt, ich habe mich vor dieser verschlossenen Tür scheitern sehen. Und hätte halt nicht gedacht, dass ich nochmal weiterkomme. Was ist dein scheiß Problem? Willst du einen Adligen ertränken? Oh, Scheiße. Mist. Herr, ich wusste nicht. Geh mir aus den Augen. Na los, bevor mir wieder einfällt, dass ich dich hängen lassen könnte. Verzeihung, werter Herr. Es tut mir leid. Tut mir leid. Das sollte keine Rolle spielen. Man sollte sich niemandem gegenüber so verhalten, mein Freund. Archibald hätte mich fast ersoffen. Das war das unerholsamste Bad, das ich jemals hatte. Mist, ich fühle mich, als hätte ich die Ostsee ausgesoffen. Der Alkohol bringt dir nochmal den Tod. Richtig. Haben wir noch Wein? Ich hole jetzt keinen neuen mehr. Bist du völlig wahnsinnig? Du willst weiter trinken? Natürlich! Erzähl mir nicht, du möchtest nach all dem nicht auch einen Schluck. Och? Was? Warum bin ich jetzt schon wieder in einem privaten Bereich? Oh nein. Okay, es ist der nächste Morgen. Ich glaube, wir haben... Ach, hier sind wir, okay. Ich glaube, wir haben die Nacht überstanden. Und jetzt? Ist Herr Hans noch hier? Wo ist er hin? Da liegt er auch irgendwo in der Ecke. Wo muss ich denn jetzt? Ich gehe mal lieber hier raus, bevor mich hier jetzt noch einer erwischt. Okay, wo muss ich jetzt hin? Schauen wir mal gerade. Ist die Quest jetzt vorbei? Wir müssen doch irgendwie noch im siebten Himmel. So, was hatten wir denn? Die Begierde des hochwohlgeborenen Herrn zu stillen ist alles andere als leicht. Ich holte ihm mitten in der Nacht Wein. Wer weiß, was er als nächstes will. Das Böse gibt niemals Ruhe. Nun wollte der junge Herr, dass ich Blumen für die Zuberdirne Clara pflücke. Überraschenderweise gelang es mir. Ja, das überrascht mich auch. Wie gesagt, ich habe 2 Tage lang diese Quest jetzt rauf und runter gespielt. Die hat mich so viel Nerven gekostet. Ich habe mich richtig aufgeregt. Und jetzt plötzlich mache ich an und zack, hinter dieser Wache her funktioniert es plötzlich. Also da habe ich jetzt echt Glück gehabt. Sonst wäre das Ganze ein Fehlschlag geworden. So, und jetzt haben wir hier unten. Ich erwachte wie gerädert auf einem Misthaufen. Dennoch sollte ich lieber nachsehen, ob Herr Hans im Badezuber ersoffen ist oder dergleichen. Ja, das habe ich gerade getan. Das ist er nicht. Schaue nach Herrn Hans. Es müsste jetzt irgendwo auf der Karte auch markiert sein. Achso, der ist jetzt wieder oben in der Burg. Na gut. Und dann kommen wir hier auch noch an irgendeinem Questgeber vorbei. Na, das trifft sich doch.
Ich würde sagen, wir schließen die ganze Sache erstmal ab. Würde ich ganz gerne machen. Und dann möchte ich mir unbedingt als nächstes meine Schatzkarten mal anschauen, wenn ich die jetzt tatsächlich endlich habe. Darauf bin ich auch sehr gespannt. Aber bevor ich da jetzt hingehe und nach meiner Truhe schaue, möchte ich ganz gerne diese Quest endlich hinter mir lassen. Für die ich jetzt sogar noch einen Retterschnaps geopfert habe. Und die Folge wird auch insgesamt sehr, sehr lang, sehe ich gerade. Das ist ja jetzt schon... die besteht jetzt aus 3 Teilen. Mittlerweile. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt noch kommt. Aber mittlerweile besteht sie aus 3 Teilen, die ich zusammenschneiden werde. Und ich glaube, jeder davon ist knapp 20 Minuten lang. Ich weiß es noch nicht. Naja gut, aber ich hatte lange Pause. Ein paar Monate Abstinenz. Da darf die erste Folge mal wieder ein bisschen länger sein. Und in dem Spiel ja sowieso. Das hat mir bisher, glaube ich, noch niemand übel genommen. So, keine Wachen hier. Was ist hier los? Ist hier alles gut im Dorf? So, wer kommt... Ach hier, guck mal, da ist er doch. Ich wollte gerade sagen, wer kommt uns hier entgegen? Da ist er ja. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Okay, was hast du mit Archibald vor? Ja, oder Gespräch beenden. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Also es scheint ihm gut zu gehen und wir können jetzt nochmal nach Archi fragen. Was wirst du mit ihm machen, Herr? Mit Archibald? Weiß nicht. Was meinst du, soll ich mit ihm tun? Ah, jetzt liegt es wieder bei uns. Bestrafen oder nicht bestrafen? Ah. Wie gesagt, er sollte sich eigentlich niemandem gegenüber so verhalten. So aggressiv. Das ist keine Lösung. Das ist nicht in Ordnung. Aber es war auch nicht wirklich Absicht. Ich weiß nicht, vielleicht war er auch angetrunken oder so. Er hat sich nur Sorgen um seine Freundin gemacht. Ach, ich weiß es nicht. Ach, ich weiß es nicht. Aber uns selber ist so viel Gnade widerfahren quasi für all unsere Vergehen. Ich würde sagen, da würden wir auch mal, da sollten wir auch ein bisschen nachsichtig sein. Und das anderen auch gönnen. Er war betrunken und krank vor Eifersucht. Gewiss tut es ihm leid, wenn er nüchtern ist. Er wollte einen Adligen töten. Das kann ich nicht dulden. Er wusste nicht, wer du bist. Wenn du ihn laufen lässt, zeigst du, dass du der bessere Mann bist. Du hast wohl recht. Scheiß auf ihn. Ah. Aber wir hatten eine Menge Spaß, was? Ja, mach's was gut. Für eine Nacht. Okay, wir bekommen mehrfach 75 Groschen, wie es aussieht. Das ist dann in Summe... Weiß ich... Oh! Nackedei-Würfel? Was ist das denn? Nochmal 100 Groschen? Und wir haben Faustkampf, glaube ich, gerade verbessert. Habe ich gesehen. Was sind denn das für Würfel jetzt? Das sieht doch interessant aus. Achso, ich habe, wie gesagt, Retterschnaps. Ne? Jetzt habe ich noch 5 Stück. Ich hatte 6. Habe einen davon verwendet. Blumenstrauß für Clara, den habe ich hier noch. Warum habe ich den noch? Habe ich ihn denen nicht gegeben? Jetzt könnte ich entweder beim Badehaus vorbeigehen und ihr den Blumenstrauß vielleicht noch geben. Ich glaube nicht, dass man das wirklich kann, aber wäre so eine Idee. Oder ich bewahre den für Theresa auf. Wir wollten ja eigentlich noch ein bisschen mit Theresa rumshakern und die mal besuchen gehen. Da sind die Würfel. Nackedei-Würfel. Info. Die Legende besagt, dass mit diesem Würfel mehr als nur eine Maid ihr letztes Hemd verliert. Okay, sind das jetzt quasi, sind das gezinkte Würfel jetzt? Ich weiß es ja nicht. Bringen die mir... Moment. Stand da noch irgendwas von... Nö. Ob die mir irgendwie mehr Glück bringen oder irgendwas? Gewicht und Preis steht da nur. Nackedei-Würfel. Sind alle Würfel, die man findet, gezinkte Würfel? Also helfen die mir alle eher, das Würfelspiel zu gewinnen? Oder ist das einfach so... Ich weiß nicht. Als Andenken jetzt? Hat das gar keinen praktischen Nutzen? Ich weiß es nicht. So, was habe ich denn hier für eine Schatzkarte, die neu markiert ist? Das ist keine von den... Nee, das ist keine von den Bonus-Schatzkarten, die ich jetzt in der Truhe haben müsste. Lass uns die mal anschauen. Kannte ich die schon? Ach doch, Scarlets. Die, ich glaube, die kenne ich schon, oder? Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich die her hatte. Aber ich glaube, das kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall. So, was? Warum läuten hier schon wieder die Glocken? Einfach, weil es früher Morgen ist, oder habe ich schon wieder was angestellt? Weil ich glaube, die Glocken läuten nämlich auch, wenn man irgendwie ein Verbrechen begeht. So. Ich wollte eigentlich zu dem Questgeber hier. Hier ist ein Questgeber markiert. Das könnten wir machen. Und ich wollte mir auch die Schatzkarten angucken. Ich würde sagen,
Da diese Folge hier sehr lang ist, ich möchte mal gerade schauen, wer... Achso, guck mal, das ist nämlich hier... Das scheint hier unten zu sein. Ich scheine nämlich gerade schon dran vorbeizulaufen. Also hier unten scheint irgendwo noch ein Questgeber zu sein. So, dann würde ich nämlich sagen, da diese Folge jetzt mit ihren drei Teilen, die ich zusammenschneiden werde, recht lang ist, würde ich mal behaupten, das tut's auch. Und wir machen dann beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter. Da drüben liegt, glaube ich, jemand. Das könnte er sein. Genau, da machen wir an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter, schauen uns an, wer hier der Questgeber ist und was er von uns möchte. Dann schauen wir uns unsere Schatzkarten an und ich habe die Hoffnung, dass vielleicht irgendwas in der Nähe schon von Ratai dabei ist. Und dann sehen wir mal weiter, was wir so machen können. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ach so, genau. Ja, ich bin schon, siehst du, jetzt bin ich schon beim Abmoderieren und habe noch gar nicht, genau, mit dem Essen. Ich schaue nochmal kurz nach. Genau, es ist nämlich folgendes. Ich hatte ja gesagt, ich bin um die Burg rumgelaufen und habe dabei einen Erfolg freigeschaltet. Und zwar diesen hier, Hungerhaken. Du hast 3 Tage lang gehungert. So, und das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich den Erfolg so verstanden hätte, dass man 3 Tage lang am Stück hungern muss. Also 3 Tage lang im Spiel, 3 Ingame-Tage nichts essen, war meine Vorstellung von diesem Erfolg. Und ich habe den jetzt einfach, also... Ne, Heinrich hat irgendwann gesagt, ich habe ein bisschen Hunger. Und dann kam jetzt plötzlich dieser Erfolg. Es sieht so aus, als wäre das quasi 3 Tage in Summe. Also ich, an, keine Ahnung, so und so vielen Tagen hungere ich jeweils für 1/2 Stunde oder so weiter. Also, keine Ahnung, das scheint in Summe 3 Tage zu ergeben und nicht 3 Ingame-Tage am Stück, was ich ein bisschen schade finde, denn ehrlich gesagt hätte ich es so verstanden, dass man tatsächlich 3 Tage nichts essen darf und eben mit den Konsequenzen, die man dann eben spürt, zu leben hat in der Zeit. Und das hätte ich tatsächlich auch wesentlich interessanter gefunden. Also da war ich ein bisschen enttäuscht, dass man diesen Erfolg dann doch so einfach bekommt, indem man einfach in Summe quasi eine bestimmte Zeit lang hungert. Und ja, das finde ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also ich hätte mir den Erfolg schwieriger vorgestellt und gewünscht, sagen wir mal so. So, das war's, das wollte ich euch noch zeigen. Den habe ich also in der Zwischenzeit freigeschaltet, als ich gerade nicht aufgenommen habe, deswegen hat man das nicht gesehen. Aber ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. So, dann nochmal zur Abmoderation. Ich bedanke mich, wie gesagt, und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dann sage ich mal tschüss, macht's gut und bis dann.